Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen Minecraft Cuboid Outpost hier auf meinem kleinen Kanal. Guck mal da hinten, da ist so ein komischer Aussätziger, ey. So ist das. So, Leute, letzte Folge haben wir ein bisschen was gemacht. Irgendwie beginnt jede Folge irgendwie gleich. In der letzten Folge haben wir was gemacht. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, einfach nochmal nachschauen, wie das Ganze funktioniert. Diese Folge wollen wir dann nämlich weiter dran anknüpfen und wir wollen nämlich in die Overworld. Und dafür brauchen wir eben noch die Singularität, die wir jetzt gemacht haben. Und ich befürchte, dadurch, dass ich das habe über Nacht durchlaufen lassen, wird da nicht nur eine gemacht haben, sondern viele. ich glaube auch, ich habe keinen Cobblestone mehr. Wollen wir da mal reinschauen? Warte, wir schauen da mal ganz kurz rein. Wenn du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal. Das ist kostenlos. Du verpasst keinerlei Folgen mehr und hast dadurch einige Vorteile gegenüber Nicht-Abonnenten. Zum Beispiel, dass du immer eine Erinnerung bekommst, wenn ich eine neue Folge hochgeladen habe. Wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann drück doch bitte mal den Daumen nach oben. Denn dann werde ich bei YouTube besser gerankt und habe dann vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer. Und wir können immer noch ein bisschen besser interagieren. Das ist ganz toll. Würde mich mega freuen, wenn du das einfach mal machen würdest. Dankeschön. Und kontrollieren einfach mal, wie viel. Ich habe kein Cobblestone mehr. Lol. Ist das dein Ernst? Ich habe kein Cobblestone mehr. Bin ich da wirklich. Also sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Es ist kein Kabel mehr da? Alter, das hat sich ja voll gelohnt, würde ich sagen. Warte mal, wo ist denn der Kabel? Kabel? Null, hier. Wie geil ist das denn, Alter? Und vor allem, der packt da immer noch rein, ne? Alter, wie viel hat denn der gemacht? Lull, dann nehmen wir einfach nochmal ganz normalen Stein. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie viel ich da wirklich noch von brauche. Wobei das sind, Nee, warte mal, dann mach mal was anderes. Was nehmen wir denn? Wir nehmen. Blackstone? Nein, Blackstone können wir nicht machen. Wir können Andesite können wir nehmen. Andesite haben wir auch noch eine Handvoll von. Warte mal, dann können wir die nämlich da durchlaufen lassen. Und ich sammle mal Knoten und sammle mal wieder so ein bisschen Cobblestone. Alter. Wie viel haben wir denn jetzt schon drin? Du ahnst es nicht. Wir haben 64 Singularitäten, hat da über Nacht gemacht, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Ja, los, lass den mal laufen. Hä? Wieso sind denn da so viel drin? Hä? Pass auf, dann nehme ich das einfach mal raus. Wir nehmen diese 64 Singularitäten und lassen das einfach mal laufen. Quest ist completed. Im Übrigen habe ich die Quest komplett übersprungen, ne? Warte mal, welche waren das gewesen? Warte, jetzt muss ich ganz kurz lügen. Irgendwo gab es nämlich das hier. Das haben wir komplett übersprungen. Weil es so ist. Weil das habe ich alles schon. Und wir haben es einfach komplett übersprungen. Das finde ich vollkommen genial. Hallo? Machst du auch irgendwas? Ah, okay. Mein Kompuff da hing wieder. So, pass auf. Jetzt brauchen wir aber erstmal, um an die Overworld zu kommen, brauchen wir den Key to the Everything. Ne? Also Energized Saddleduvium. Den müssen wir einfach mal machen. Und das Ganze machen wir natürlich hier beim Energizing. Da brauchen wir einen Block Saddledu, den. Also alles das, was wir letzte Folge gemacht haben. Sprich das, was hier oben ist. Plus den einen davon. Das ist so geil. Ich schmeiß die mal hier rein. Dann sind wir sie zumindest los und laufen nicht Gefahr, dass wir die aus Versehen verlieren. Alter, wie cool ist das? So, pass auf. Dann können wir nämlich sagen, wir schmeißen dich mal rein. Dich. Und dann brauchen wir noch ein Bucket und dann kann das losgehen. So, und dann brauchen wir jetzt einfach nur 20 Millionen FE. Geht relativ zügig durch und haben dann ein Ergebnis, welches aussieht wie ein kleiner grüner Stein. So, pass auf, dann haben wir nämlich hier die Quest completed. Wir machen den Schlüssel einmal
frei. Ne? You have unlocked the stage Qubit Overworld Access. Natürlich habe ich da hinten auch schon meinen kleinen, berühmten Cryogenic Dimensional Teleporter gesetzt. So, der zieht sich jetzt voll mit Saft. Ist auch aktiv. Ich würde aber, glaube ich, noch einen Waystone mitnehmen. Nicht so wie im Nether, den ich immer wieder vergesse. Waystone, lol. Weil ich aber keinen Waystone habe. Waystone. So, pass auf, dann machen wir hier nochmal einen ganz stinknormalen Waystone. So, dann nehmen wir den immer mit und gehen einfach mal rüber. In die, haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Visit the Cuboid Overworld. Und, oh, hier ist Nacht. Lol, wie schön das hier ist. Frische Luft. Ja. Hurra. Ey, wie cool ist das denn? Hallo, ich bin da. Oh, guck mal, Skelett. Hi. Oh, was ist denn das da hinten? Alter. Ein Schiff in einem Stein. Realistisch. Sehr realistisch. Ein Schiff in einem Stein. Und ein Dorf. Guck mal, da hinten ist ein Dorf. Hallo. Ha. Was seid ihr denn hier für Freaks? Nehmt das mal mit. Iron Helmet. Hallo. Jetzt bleibt doch mal. Ruhig, Brauner. Hä? Ach, da oben ist ja auch noch einer. Du siehst kacke aus. Komm. Rasier dich einfach mal. Dann wird das auch was mit dem Nachbarn. Wolle. Ja. TNT. TNT ist immer gut. Ja. Was haben wir hier noch? Dich nehmen wir noch? Nee, da brauchen wir nicht. Hä? Wo denn? Ach, da. Noch einer? Ach, guck mal. Wer bist denn du? Kannst du mal aufhören zu spawnen? Danke. Na toll. Hallo? Guck mal, wir haben Kelb. War das nicht etwas, was wir auch brauchten? Ich weiß es gerade nicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich nehme es mal mit. Was? Wer bist du denn? Stripped Crimson. Ich sag mal einfach alles ein. Alles, was nicht so nagelfest ist, nehmen wir einfach mal alles mit. Weil gerade Holzer können wir eh mal gebrauchen, ne? Sag ich ja nicht nee zu. Oder? Okay, ja. Ich weiß. Ich verstehe. Ich verstehe. Habe ich mein Backpack eigentlich noch? Fällt mir dazu gerade mal ein. Wie waren... Ah, okay, da. So, das. Wir packen mal einfach alles rein, was wir hier so... Andesite Cobblestone. Hä, was ist das denn? Ein Reward. What the fuck ist denn der Reward? Es ist ein verzaubertes Buch. Blessing. Ja, na toll. Gut, okay. So, ich würde aber, glaube ich, gerne so ausnahmslos die Wolle noch mitnehmen. Das machen wir auf jeden Fall. Danke. Weil die können wir immer gebrauchen. Wolle geht immer. Und wenn es Wolle Petri ist. So, ja, ich weiß, der war schlecht. Ich weiß, der war sauschlecht, ne? So mit Fliegen und so ist das schon problematisch, sich hier im Wasser fortzubewegen, ne? Das muss ich ja echt mal so sagen. Aber hey, hallo. Guten Tag. Na? Brot. Geht immer. Leather Pants. Brauchen wir nicht. Den können wir nochmal einpacken. Ein Smooth Stone. Und Holz. Holz geht auch. Oh. Entschuldigung. Ich weiß. Ich baue versehentlicherweise hier irgendwie mal das ganze Lager ab, ne? Aber das passt schon. Das passt alles schon. So, guck mal. Wir gehen hier auch nochmal rüber. Oh, Tiere. Miezis. Ich glaube, Villager.
Overworld. Donne. Ich glaube, ich hole mir das nochmal. Von zu Hause. Und brauche da einfach nochmal so das ein oder andere Netz. Wieso habe ich denn hier schon wieder Cobblestone eingesackt? Alter, ich glaube, es hackt. So, wir machen uns den Backpack leer. So, und zwar snacke ich mir jetzt einfach diese Viecher. Danke. Da haben wir nämlich ein Schaf. Da haben wir noch ein Schaf. Dann brauchen wir noch ein Schweinchen. Ich weiß, eigentlich kann man es verdoppeln. Aber nö, warum auch? Hallo Schweinchen. So, und dann ist nämlich jetzt die Frage. Hallo. Guten. Ich mag die Mietza. Hallo Mietza, wo bist du denn? Ja. Mietza. Ja, komm. Komm. Ja. Wo ist sie hin? Da. Wie konnte man die Mietza eigentlich zähmen? Warte mal, wie war denn das gewesen? Das war mit Fisch, glaube ich, ne? Ich glaube, ich brauchte Fisch. Warte mal, haben wir nicht noch? Warte mal, ich hole euch mal was Leckeres. Ich habe doch irgendwie Lachs oder sowas. Warte mal. Fisch. Tropical Fisch, Pufferfisch. Kabeljau, was heißt denn Kabeljau oder Lachs? Warte mal, hä? Wie heißt denn Lachs auf Englisch? Salomon, da haben wir es doch. Salomon. Hallo. Geil. Wir haben Tiere. Ich lasse euch mal hier. Aber nicht sterben. Ne? Ihr müsst schon hier bleiben. Da müsst ihr mir versprechen. Ihr müsst schon hier bleiben. Wo bist du denn? Mietza. 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 Wer weiß, wer mich kennt, der weiß, dass ich Katzenliebhaber bin. Und deswegen ist es mir... Ey. Alter. Du spinnst wohl. Hier, guck mal. Oh, ich habe eine Katze. Die sind best Friends, ne? Komm, ich nehme dich mit. So, und wo haben wir denn noch? Mietza? 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 Ja, Mietza. Mietza. Mietza, guck mal. Komm. Was bist du für einer? Ein Hoppel? Nee, doch nicht. Hallo. Oh, komm doch her, Schatzi. Komm. Ich will dir doch nichts Böses. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Na, komm. Komm. Ja, komm her. Guck mal, ich hab doch was Tolles für dich. Hey, komm. Alter, wie schnell die ist, ne? Wie cool. Ja, komm. Bei mir gibt's nur Naturprodukte. Ja, auch meine echten Katzen. Komm her. Die kriegen hier nicht sowas wie Whiskas oder so ein Scheiß. Nein. Och Mann. Ja, komm. Du willst jetzt nicht ernsthaft da unten runter, wo die bösen Leute sind. Hallo? Was ist denn das? Ruf mal Anna die Feuerwehr. Oh, siehst du, jetzt haben wir dich gezähmt. Achso, da ist ja schon einer drin. Ja. Komm, wir gehen hier wieder raus.
Dann braucht ihr nur noch einen Nametag, damit wir wissen, wie ihr heißt. Reichen zwei oder wollen wir noch eine? Katzen kann man eigentlich nie genug haben, ne? Ja, guck mal. Allein die Geräusche, ey, die finde ich so cool. Allein die Geräusche. Jo. Guck, 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 guck. Hallo. Nun sei doch nicht so. Nun komm. Miza. Los, Miza, komm. Ja. Komm her. Ich weiß doch, dass ihr immer fressen mögt. Ja, komm. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Oh, du siehst... Oh, ohne Witz, ne? Ohne Witz. Mit den Grünen. Du siehst aus wie mein Freddy. Ja. Ja. Du siehst genauso aus wie mein Freddy. Dich nehme ich mit. Du heißt Freddy. Das weiß ich jetzt schon. Mein Freddy. Und das Süße, ich habe Katzen. Ich habe Mietzeis. Wie cool. Endlich Haustiere, Alter. Endlich Haustiere. Sehr geile. Oh, guck mal. Alter Schwede, ist das geil hier in der Oberwelt. So, jetzt sind die letzten paar Rewards ja gar nicht mehr so weit weg. Hallo, was hast du denn hier Schickes? Du hast eigentlich nichts. Jo. Oh. Oh, okay. Aber eigentlich könnte ich dich ja mitnehmen. Sag ich doch, dich kann ich mitnehmen. Ein Fletching Table. Ich nehme dich mal zur Not mit, weil dann weiß ich zumindest, dass du... Villager. So, dann haben wir den nämlich schon mal. Ganz einfach. Dann, ich entführe die jetzt einfach hier. Da kenne ich ja nichts. Habe ich ein Pumpkin? Pumpkins habe ich eigentlich schon, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich keine Kürbisse habe. Oh, ein Bettchen. Oh. Hallo, Herr Golem. Na? Moin. Oh, ja, lol. Guck mal, hier ist doch einer. Zack. Was haben wir hier noch drin? Brot geht immer. Noch irgendwas? Nö. Ja, lol, was ist das denn für ein Gebilde? Oh. Da kenne ich ja gar nicht. Ist er neu oder ist das jetzt hier durchs Modpack? Alter, wie cool siehst du denn aus? Brudi, was ist mit dir los? Ja, es fehlt mir der Fackel, ne? Das ist so finster. Und hier unten drunter ist wahrscheinlich ein Dungeon. So schätze ich das Ganze mal ein. Genau. Und dann gibt es hier bestimmt irgendwelche coolen Sachen, ne? Ein Spawner zum Beispiel. Eine Kiste und ein Spawner zum Beispiel. Ja, alles ganz tolle Sachen. Ja, okay, pass auf, wir gehen hier erstmal hoch und dann machen wir das bei Gelegenheit mal. Ist das glaube ich? Nee, das. Well done, you reached the end of the survival guide. Ja, toll, wir haben überlebt, wir sind jetzt in Freiheit, natürlich. Aber ist halt die Frage. Bumm, hat sie gemacht. Ist halt die Frage, warum wir das machen. So, welchen Charme soll ich von hier nehmen? Schreibt es bitte mal ins Kommentar. Dann kann ich nämlich mir da noch mal einen aussuchen. So, und dann? Und dann, das ist das eine Dorf, da ist noch ein Dorf. Alter, wie viele Dörfer gibt es denn hier? Cool. Da kenne ich ja gar nicht. Hier gibt es ja so viele coole Dinge. Budubim. Budubing Compressed Cow. Oh, das finde ich so geil. Mö. So, siehste. Ich habe euch befreit. Willst du rein? Komm, ich mach auf. Blast Furnace. Ich habe den, glaube ich, noch nie in Standard Minecraft gebaut, den Blast Furnace.
Ohne Witz, ich weiß noch nicht mal warum. Hey, Brudi, na, Alter, alles klar? Ist ja was? Hältst du auch schon nach dem Schiff? Vielleicht sollten wir ihm ein Schiff bauen, dass er hier endlich mal sieht, wofür er hier steht. Ein Brewstand. Nix drin. Haben sie dir keinen Schnaps gegönnt? So, okay, pass auf. Wir sind jetzt hier. Achso, ich darf nicht schlafen, weil ich brauchte ja etwas von dem komischen Gedöns, was hier so rumfliegt nachts, ne? Nur deswegen mache ich das ja eigentlich hier. So, was auch immer das hier für ein Tempel ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich lasse mich hier mal rein. Ah, das. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist wieder so ein komisches Dungeon, wie wir es da unten hatten. Blackstained Glass. Okay, das ist wieder so ein komisches Dungeon, wie wir es da hinten hatten, was dann unterirdisch weitergeht. Und dann siehst du hier auch die ganzen Gänge da. Okay, alles klar. Ja, gut, macht Sinn. Oh, was ist denn das? Was tut denn sich da? Alter! Was ist denn hier los? Was tut denn sich da auf? Also ich renne jetzt hier tatsächlich schon eine halbe Stunde durch die Gegend. Um halt einfach auf diese komischen Viecher zu warten. Und wie cool ist das denn hier, Alter? Lol. Alter, was für ein Gebilde. Das leckt auch volle Kanone. Wie cool ist das? Ich habe jetzt hier nur mal auf der Map geguckt. Alter, was ist das denn für eine Riesenstadt? Lol. Also nur um zu sehen, ne, da bin ich gestartet. Ne, also, wie cool ist das denn hier? Hallo? Kann man hier noch eine Wohnung kaufen? Las Vegas. Hallo? Darf ich dazugehören? Ich nehme auch gern ganz oben eine Wohnung. Huch. Alter, wie cool ist denn das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ist das jetzt hier im Modpack oder ist das in Minecraft? Ha. Ah, guck mal, wer du bist hier. Hallo. Na? Warte mal, wir machen fast. Wir machen fast. Ha. Ja, ist ja gut. Du musst da nicht gleich eskalieren. Du bist nur eine Player-Head. Oh, lol. Cool gemacht. Ohne Witz. Wirklich cool gemacht. Also ich sammle jetzt hier nicht großartig ein, weil das, was hier drin ist, das habe ich tatsächlich schon eigentlich, ne? Aber ist cool. Hallo, hallo, hallo. Bleiben Sie mal. Wie cool ist er denn? Man sieht vor lauter Feuerwerk gar nicht. Oh. Ja, warte mal. Hallo. Dreh mal nicht so durch. Warte, wir fliegen hier mal hoch. Wie cool ist denn das? Mega geil. Was gibt's hier oben? Oh, hier ist wahrscheinlich voll die Kampfarena. Notenblöcke. Also wer sich mit Notenblöcken auskennt und weiß, wie er welchen zu stimmen hat, damit die irgendwelche Lieder spielen, das finde ich immer sehr geil. Größten Respekt vor den Leuten, die sowas können. Ehrlich. Was war das? A Blue Orchid. Oh, a Blue Orchid. Die nehmen wir mal mit. Die könnten wir eventuell mal gebrauchen. Aber Verzauberung oder sowas brauche ich nicht. Hallo, ich spack das Server gerade wieder rum. Hat er vorhin schon mal gemacht. Explorer Map. Hallo, guten Tag. Die sind hier. Na gut. Kartograph habe ich auch gefunden. Ne? Ich kann mal kurz mal ein Backpack zeigen, was ich alles so gefunden habe hier. Ne? Fletching Table, Kartograph Table, Karten. Ist schon nicht ohne, was man hier so findet. Und ich habe eine Menge von diesen Rosebushes eingesammelt. Einfach, weil ich sie mal irgendwann gebraucht habe. Und deswegen habe ich gesagt, komm, nimm mal mit. Hier gibt es ja so viele von. Horror. Warte, ich muss erst ganz kurz ringen, dann kann ich wieder runter. Hallo? Nein. Bilde dir mal bloß nicht ein, hier hochzukommen. Guck mal, hier ist Tageslicht. Tageslicht ist Gift.
Ich habe keine Disk. Aber mal ehrlich, wer lässt sich denn sowas hier einfallen? Ohne Witz, wie cool ist denn das? Neulich brauchte ich sie noch, jetzt habe ich sie. So, eigentlich ist es jetzt die 5. Nacht, meine ich, aber ich lasse mich überraschen, denn laut Minecraft-Wiki, die geile Wiki, kennst du die geile Wiki, sollte ja eigentlich nach der 3. Nacht die Phantome schon spawnen, aber irgendwie tun sie alles, aber sie spawnen nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es in diesem Projekt deaktiviert sind. Da muss ich lügen, aber es macht keinen Sinn. Normalerweise müssten die schon längst da gewesen sein. Also ich habe jetzt hier die Map erkundet, wie man sieht, ne, bin ein bisschen rumgekommen, ne, bin so auf Wanderschaft gewesen und so. Hab auch eine Menge von diesen Waystones entsprechend freigeschalten. Warte, ich kann es dir nochmal zeigen. Vielleicht sieht man das. Ich meine ja. Ja, genau, guck, hier haben wir schon Next, ne, und so weiter und so fort. Also sind schon ein paar Waystones, die wir hier freigeschalten haben. Und also ich kann jetzt zumindest reisen, wohin ich möchte. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber es sind immer noch nicht diese komischen Phantome freigesetzt worden. Sozusagen. Und ich bin jetzt hier wirklich ohne Schlaf in der Overworld unterwegs. Und ja, habe jetzt die Hoffnung, dass so langsam, aber sicher endlich mal einer kommt. Lamas. Finde ich voll gut. Oh Mann, ich würde gerne mitnehmen, aber ich habe kein Dings mehr hier. Die sind alle voll. Die Improvement oder Imprisonment Tools. Schade auch. Nächstes Mal kommt ihr mit. Ich sammle euch alle ein. Ich brauche euch alle. Finde ich voll geil. Also, was immer das hier ist, ne? Ich wette, da oben sind bestimmt ganz viele hässliche Mobs, ne? Wollen wir da mal hin? Ja, wir krabbeln da mal hin. Oh. Sehr cool. Oh, da geht die Leiter nicht alleine hoch. Das ist ja doof. Also ich warte währenddessen immer noch drauf, dass hier die Phantome spawnen. Bin ich ja ganz ehrlich. Oh, nicht runterfallen. Cool sieht das hier aus. Hallo, guten Tag. Lol. Wofür ist das Redstone-Signal? Okay, was immer das auch auslöst. Oh, krass. Das sind die Gefängniszellen wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall mal sehr cool aus. Aber es ist halt dunkel. Gibt's hier kein Licht? Lol? Immer noch kein Licht. Okay. Ach, gucke. Hallo. Alter, die sind ja sehr gemein. Hallo. Bleib mal ruhig auf der Baustelle. Bleiben Sie ruhig. Ich hole Hilfe. Was? Wer bist du denn da oben? Ihr hättet ja schon ein bisschen was aus, ne? Hui. Aber dennoch brauchen wir, oh, das ist gut, dennoch brauchen wir eigentlich Strom. Man muss doch hier immer das Licht einschalten können. Oder hat das was damit zu tun? Nee. Eigentlich nicht. Oder? Nö. Also eins muss ich sagen, wer sich sowas ausdenkt, ist richtig cool. Ist richtig cool. Gefällt mir. Ehrlich, gefällt mir wirklich gut. Hab dich. Mieter versteckt dich. Komm, ich lass dich raus. Ich bin ja so nett. Gibt es in diesen Buildings eigentlich irgendein cooles Geheimnis oder ist das einfach nur da und hat so 1, 2, 3 Kisten mit Fressen drin? Weiß das einer?
Und das nächste Dorf gefunden. Alter Schwede, ey. Ich weiß nicht. Warte mal, wir können mal gucken, wie weit ich jetzt schon wieder gewandert bin. Also das ist schon, ja. Ne, von hier oben, wo wir das letzte Mal geguckt haben. Hier unten. Alter Schwede, ey. Oh, das Korallenriff sieht ja geil aus, ne? Alter Schwede. Wie cool ist das bitte? Oh. Ey, das sind so Dinge, die habe ich in Minecraft noch nie so wirklich entdeckt, weißt du? Really cool. Oh, was ist das für ein geiles Haus? Das sieht so ein bisschen aus wie ein PUBG, ohne Witz. Oh, ohne Witz, das ist ja voll geil. Upp. Hallo. Ah, oh, Alter. Alter, erst findest du Las Vegas und jetzt findest du ja auch noch Jack Sparrow mit seiner Black Pearl. Wie cool ist das denn, Alter? Ja, ist ja gut. Beruhigt euch mal. Okay, ich kann trotzdem nur langsam abbauen. Okay, alles klar. Ich dachte, ich wäre so ein bisschen davor gefeit, aber nein, dann muss ich mir tatsächlich noch andere Verzauberungen holen. Aber wir haben zumindest hier ein Monument gefunden. Aber nach wie vor kein Phantom zu sehen. Den brauche ich noch. Warum schmeißt du den weg? Kein Phantom zu sehen. Ich habe jetzt hier die Karte noch ein bisschen weiter ausgegraben. Also, ja, es... ich glaube, hier gibt es keine Phantome. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Bin jetzt hier tatsächlich... Ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs bin. Auf jeden Fall zu lange. Und wir haben einen 3-Minuten Mining-Effekt. Anti-Mining-Effekt. Okay, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis so ein Phantom spawnt. Ich kann es ja echt nicht sagen. Ich weiß nur, es ist dezent nervig. Ist es auch. Also, ich könnte jetzt höchstens nochmal hier oben hochgehen und gucken, ob hier vielleicht ein Phantom kommt. Aber eigentlich ist es ja in der Overworld und wir sind ja nicht in der Overworld. Wir sind ja hier in der Custom World und von daher... meines Wissens kommen die Phantome nur in der Overworld. Meines Wissens. Kann sein, dass es wieder etwas anders ist. Ich weiß es nicht. Huch. Wenn also jemand weiß, wie das Ganze hier funktioniert mit den Phantomen in diesem Modpack. Weil es kann ja sein, dass es hier anders ist in dem Modpack. Dass es da einfach anders deklariert und gebaut wurde. Und von daher ist es nicht mal unwahrscheinlich, dass es hier wirklich anders ist. So, als erstes lassen wir die Katzis mal raus, ne? Weil die Katzen... Cat, Cat, Cat. So, pass mal auf. Du kommst raus, du kommst raus, du kommst raus. So, tobt euch aus. Ja. Ja. So, dann brauchen wir hier erstmal Name Tag. Warte mal. Wo sind denn die Name Tags? Die sind doch hier irgendwo drin, ne? Name Tags. Aber ich habe keinen Amboss. Ich brauche einen Amboss. Amboss. Einen Amboss brauchen wir noch. Den machen wir auch noch. Amboss. Ach Quatsch, Amboss. Ja. Wie heißt denn der Amboss auf Englisch? Verdammt, jetzt kommen hier auf den Namen. Anvil. Natürlich. Sag das doch. Bang. So, du kommst jetzt erstmal hin und heißt Freddy. So. Freddy ist jetzt... Wo ist denn Freddy? 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 Wo ist denn Freddy? Hallo? Wo ist denn Freddy? Du bist auch nicht Freddy? Wo ist denn er hin? Das ist so typisch Freddy. Ich suche den auch immer. Ohne Witz. Ah, guck mal. Da ist Freddy. Guck. Da haben wir Freddy, genau. Okay, du bist Freddy. Hier, nicht ertrinken, komm mal her. Ja, danke. Was macht denn da wieder? Ja, geht doch. Ja, genau. Ne, ganz genau. Ja. Mein Freund. Du bist mein Freund. Genau. Du bist mein Freddy. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen für die beiden.
Weil Jamie kann es nicht sein, der sieht nämlich genauso aus wie Freddy, nur der hat eben Knickohren. Ne? Und die beiden, was kriegen die für einen Namen? Das weiß ich noch nicht. Das könnt ihr euch ja mal überlegen. Wäre ganz cool, vielleicht findet ihr irgendwelche Namen, die wir mal so benennen können. Und dann, ja, mal schauen. Schreibt mal ins Kommentar rein. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Leider Gottes bin ich ein bisschen deprimiert, dass wir kein Phantom bekommen haben. Halt, eine Sache müssen wir noch machen. Bevor ich jetzt die Folge beende, eine Sache müssen wir noch, ob wir es wollen oder nicht. Ich habe gesagt, ich habe in einer der letzten Folgen Power to the Person. Power to the Person noch nicht beendet. Beziehungsweise eigentlich beendet, aber nein, habe ich nicht. Wir haben den Charged Snowball. Den habt ihr auch schon mal geschrieben. Soll ich noch machen? Das heißt, wir brauchen noch einen Snowball. Den müssen wir einfach nur mal kurz durchladen, damit wir dann auch wirklich das Questbuch beenden können. Dein Ernst. dein wirklicher Ernst. Ne, da habe ich auch keinen mehr drin, ne? Ey, dein Ernst. Alter, das kann nicht wahr sein. Nochmal. Ja, Snowball. Also ihr müsst euch jetzt dran gewöhnen, dass mir jetzt die Katzen hier permanent etwas erzählen. Das gehört sich so. So. Jetzt machen wir nochmal ein Charged. Jetzt haben wir es. Chapter completed. Das brauchen wir einfach. Das brauchen wir einfach. So, was habt ihr gesagt? Was kann man damit noch machen? Ja. Gibt kein U. Ich kann es nicht U'n. Geht nicht. Was kann man mit dem Charged Snowball machen? No Reward. Steht auch nirgendwo was drin. Irgendwas habt ihr erzählt, könnt ihr damit machen. Ich hab's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Gehen wir hier nochmal mit bei. Und einfach nur, dass wir die Quest hier abgeschlossen haben. Weil das haben wir alles, ne? Also das können wir hier ohne weiteres machen. Das geht ratzefatze. Lumineszenz, ne? Das machen wir nächste Folge. Ich meine, diese Folge ist nicht viel passiert. Ich war tatsächlich sehr viel unterwegs. Bin ein bisschen Exploren gewesen. Und mir geht der Regen so ein bisschen auf den Keks, ne? Egal. Und ja, beim Exploren, da bin ich halt tatsächlich in der Overworld ein wenig über die Stränge hinausgeschlagen. Aber ich wollte ja auch ein Phantom haben und es gab kein Phantom. Schreibt es mal ins Kommentar, wie ich hier an Phantomhaut bekomme, ohne dass ich jetzt hier noch jahrelang durch die Gegend laufen muss und mir Phantome oder erhoffe, Phantome zu spawnen. Weiß ich nicht. Ja, nächste Folge geht's weiter. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.